In diesem Video sprechen wir darüber, warum du ohne richtig gute Lernstrategien einfach nicht durch die Oberstufe durchkommen wirst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, warum du ohne richtig gute Lernstrategien einfach nicht durch die Oberstufe durchkommen wirst. Denn Fakt ist, liebes Bildungssystem, why? Uns werden in der Schule keine Lernstrategien beigebracht. Ja? Es wird einfach nur erwartet, dass wir mit Stoff überfüllt werden, dass wir dann irgendwie in der Lage sein sollen, dem Ganzen gerecht zu werden und dann irgendwie, keine Ahnung, mit spätabends noch büffeln und so weiter irgendwie das kompensieren sollen. Aber das ist meiner Meinung nach erst nicht nötig und zweitens eigentlich auch ein riesen Missstand, dass es überhaupt so ist, dass uns da eben nicht die richtigen Strategien und Techniken auch mitgegeben werden, damit wir wissen, okay, wie lehre ich denn überhaupt richtig? Ja, weil wenn ich zum Beispiel in Beratungsgesprächen sitze mit Bewerbern für unser Coaching-Programm, da merke ich immer wieder, die Art und Weise, wie die meisten Schüler in Deutschland lernen, ist einfach super ineffizient. Ja, also wenn da jemand einfach mal eine richtige, sinnvolle Strategie mitgeben würde, wirklich mal zeigen würde, wie es so auf psychologischer Ebene im Gehirn wirklich funktioniert, was da so die entscheidenden Punkte sind, die man wirklich einfach braucht, ja, um wirklich viel Stoff wirklich in kurzer Zeit komprimiert wirklich zu verstehen und dann wirklich auch anwenden zu können, nicht nur auswendig zu lernen, mit viel Zeitinvestition, wirklich, wie kann ich das verstehen, wie kann ich das dann auch auf sämtliche Aufgaben übertragen, Anforderungsbereich 3 sehr gut meistern und so weiter. Wenn das jemand ihnen beibringen würde, hätten sie viel bessere Noten und müssten viel weniger lernen. Und das ist auch gleich der Punkt dieses Videos. Super viele denken sich so, ja, Oberstufe ist halt eine stressige Zeit, muss ich mich halt für anstrengen, ich will ja auch einen guten Schnitt, da will ich ja auch dafür arbeiten und so weiter. Alles schön und gut. Ja, und man wird sicherlich, um wirklich auch ein 1er-Abitur erreichen zu wollen oder auch den entsprechenden Schnitt, den man sich vorgenommen hat, wird man sicherlich einiges dafür tun dürfen. Das ist definitiv so. Nur, du kannst so viel Arbeit in irgendwas reinstecken, wie du willst. Wenn du nicht weißt, wie das genau funktioniert, kannst du noch so viel Energie reinstecken. Du wirst am Ende einfach nicht die Noten bekommen, die du eigentlich verdient hättest. Ja, für deine ganze Zeit, für deine Energieinvest. Warum? Weil du nicht die Strategien hast. Ja, und während es sicherlich so sein mag, dass man die Oberstufe ohne die richtigen Lernstrategien schon irgendwie bestehen kann, und dass man vielleicht auch mal einen ganz guten Schnitt schaffen kann, ist es definitiv so, dass du dir mit den richtigen Lernstrategien so viel Zeit sparen würdest, so viel bessere Noten hättest. Und deswegen bitte sei dir bewusst, dass du dir einfach mal die Frage stellen solltest, habe ich mich schon mal aktiv mit Lernstrategien beschäftigt? Die Art und Weise, wie ich meinen Lernprozess aufbaue, wie ich mich strukturiere, weiß ich sicher davon, dass es wirklich der Ideal ist, dass es wirklich strukturiert ist, dass es wirklich auch möglichst effizient gestaltet ist, dass es wirklich auch funktioniert. Ja, weil du musst dir das so vorstellen, du kannst, wie soll ich sagen, stell dir einfach vor, du und dein Freund, deine Freundin, ihr wollt, steht beide am gleichen Fleck, ja, und wollt beide ans gleiche Ziel. Nur der eine von euch, was weiß ich, kann nur laufen und der andere sitzt auf dem Fahrrad oder sogar noch krasser im Auto. Die Person, die läuft, die kann sich so viel anstrengen, wie sie will, kann so schnell laufen, wie sie will. Da kann die Person auf dem Fahrrad meistens relativ entspannt nebenher mitfahren. Und wenn die einmal anzieht, hat die Person, die läuft, über ein paar Kilometer überhaupt gar keine Chance, auch nur andersweise mitzukommen. Aber nicht, weil die Person auf dem Fahrrad mehr Energie reingesteckt hat, wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Aber sie hatte von der Fortbewegungsmethode eine viel bessere Technik. Ja? Und beim Auto noch krasser. Du musst dich null anstrengen, drückst nur ein bisschen aufs Gas und das Ding, je nachdem welches Auto du hast, ja, aber im Vergleich zum Laufen ist ja auch so ein Golf, zieht ja weg wie sonst was. Und du hast dich so viel angestrengt, der Läufer so viel, aber du warst, keine Ahnung, 10-mal so schnell am Ziel. Und das ist das, was Technik ausmacht, was Strategie ausmacht. Und wenn du denkst, boah, ich werde einfach hier so die ganze Zeit laufen, voll viel Gas geben und so weiter, dann werde ich schneller sein als alle anderen, pff, hast dich geschnitten. Und es muss auch nicht so sein. Ja, du brauchst einfach nur die richtigen Strategien. Wenn du die richtigen Strategien hast, dann kann sich Oberstufe auch mal anfühlen wie, ich drücke nur ein bisschen aufs Gas und trotzdem habe ich die Top-Noten. Ja? Weil du halt maximal effizient lernst. Und denkt euch auch nicht, ja, mit so einer Strategie kann ich mal 5, 10, 20% rausholen. Das stimmt überhaupt nicht. Das kann Faktor 5, Faktor 10 sein. Ja? Stell dir mal vor, dass einfach
sagen wir mal, wenn du derzeit 6 Stunden am Nachmittag lernst, dass du genau den gleichen Lerneffekt haben könntest innerhalb von einer Stunde. Und jetzt stell dir mal vor, du lernst dann anstatt 6 Stunden nur noch 3 Stunden, hast aber den dreifachen Lerneffekt. Stell dir mal vor, was das für eine ganze neue Realität für dich geben würde, wie viel Freizeit du hättest, wie viel entspannter du wärst, wie viel bessere Noten du schreiben würdest. Und das ist der Grund, warum ihr unbedingt die richtigen Lernstrategien braucht. Ja? Und wenn ich dir die vermitteln soll, für jedes einzelne Fach, fächerspezifisch, auf eine Art und Weise, wie du wirklich leicht verstehst und sie unabhängig von welchem Bundesland du kommst, in welcher Klasse du gerade bist, du sie wirklich genau ideal umsetzen kannst, ja? Dann bewerb dich sehr gerne bei uns auf unser Traumabitur-Coaching. Dafür findest du den Link in der ersten YouTube-Beschreibung oder eben auch im ersten angepinnten Kommentar hier unter diesem Video. Klick einfach auf den Link, bewirb dich, schau dir das Video an, trag dich ein, füll das Formular aus, dass wir schon mal so eine grobe Übersicht haben, wo es genau bei dir hakt, ob wir dich in Bezug auf Lernstrategien oder vielleicht auch auf andere Themen unterstützen können. Dann werden wir einmal deine Situation analysieren, wo stehst du, wo willst du hin und wie können wir dir dann eben auch konkret weiterhelfen. Deswegen, in diesem Sinne, bewirb dich sehr gerne. Erster Link in der YouTube-Beschreibung und der erste angepinnter Kommentar. Und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.